Hermann, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, am 26. Mai, also in 9 Tagen, ist Europawahl. Und das könnte zunächst eine Erklärung für diesen seltsamen Antrag sein. Dennoch ändert es nichts daran, dass die FDP ihre fachliche Expertise zum Thema innere Sicherheit offensichtlich aus Fernsehserien wie Alarm für Cobra 11 oder Kommissar Rex zu beziehen scheint. Zumindest möchte man das hoffen. Denn ansonsten bliebe nur die Erklärung, dass die FDP aus dem Europawahlprogramm der Grünen abgeschrieben hat. Und dabei sollte sich nur mittlerweile rumgesprochen haben, dass innere Sicherheit und Grüne eben nicht zusammenpassen. Und das trifft leider auch auf Ihren Antrag hierzu. Sie möchten den Terrorismus besser grenzüberschreitend bekämpfen. Und auch gegen die organisierte Kriminalität will man verstärkt vorgehen. Alles super tolle Ziele. Aber was Sie als Maßnahme zur Erreichung dieser wichtigen Aufgabe fordern, ist vollkommen realitätsfern und würde sogar genau das Gegenteil verursachen. Sie wollen kostbare polizeiliche und kriminalistische Ressourcen aus Deutschland abziehen und in Brüssel eine Art europäisches Bundeskriminalamt installieren. Dazu träumen Sie von einem gemeinsamen europäischen Gefahrenabwehrrecht. Also nichts anderes als ein europäisches Polizeigesetz. Und das allein ist schon vollkommen absurd, weil wir es hier bei uns nicht nochmal hinbekommen, ein einheitliches Polizeigesetz für Deutschland zu verabschieden. Seit 1977 bastelt ein Land, nämlich Deutschland, an einem solchen Musterpolizeigesetz. Und jetzt wollen Sie in 28 Mitgliedstaaten mal auf die Schnelle so ein Gesetz etablieren. Dazu soll dann auch noch ein europäisches Strafrecht und Strafverfahrensrecht eingeführt werden, also ein europäisches Strafgesetzbuch und eine europäische Strafprozessordnung. Dabei hält man sich noch nicht mal an die Dublin-Verordnung und selbst die Einführung eines gemeinsamen europäischen Asylgesetzes zeichnet sich noch nicht einmal im Ansatz ab. Und bei allem gebotenen Respekt, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Freien Demokraten, seit wann leiden Sie an einem derartigen Realitätsverlust? Und vor allem, wann genau wollen Sie denn damit anfangen, den Terrorismus und die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, wenn Sie vorher erstmal komplett die EU auf den Kopf stellen müssen und 28 Mitgliedstaaten dazu bringen, weitere Souveränität nach Brüssel abzugeben? Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kuhle? Ja, selbstverständlich. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe Ihren Ausführungen aufmerksam zugehört, aber ich frage mich, wer ist eigentlich in der AfD-Fraktion der Berichterstatter für Europol? Denn es gibt ja, das hat die Kollegin Mihalic ganz richtig beschrieben, alle paar Wochen ein Berichterstattergespräch zur Sicherstellung der parlamentarischen Kontrolle von Europol, die von Herrn Ilmer und Frau Mittag gemacht wird. So, da ist immer Frau Jelpke dabei, Frau Mittag ist immer dabei, Frau Mihalic für die Grünen, Herr Ilmer für die Union und wir für die FDP. Warum habe ich eigentlich noch nicht ein einziges Mal im Berichterstattergespräch zur Vorbereitung der parlamentarischen Kontrolle für Europol seit der Konstituierung des Deutschen Bundestages einen Vertreter der AfD gesehen? Warum drücken Sie sich vor Ihrer Arbeit als Berichterstatter für dieses Thema? Ist es Ihnen möglicherweise egal? Ja, also, Herr Kuhle, so befruchtend scheint diese Europol-Berichterstattungssitzung nicht zu sein, weil wenn das Ergebnis... Herr Kuhle, wenn das Ergebnis ist, dass Sie hier so einen absurden Antrag vorlegen, dann können wir uns das dort schenken. Aber ich glaube, wir geloben Besserung. Ich denke, dafür ist die Aufgabe, nämlich organisierte Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen, viel zu wichtig, als dass man auf derartige Träumereien setzen könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir für ein etwas Ruhe sorgen? Der Redner hat Anspruch darauf, dass man ihm zuhört, damit man auf ihn auch reagieren kann. Ich bin das Geschrei aus dem Innenausschuss gewohnt. Also zur Realität zurück. Und ich erkläre Ihnen sehr gern mal die Realität. Wenn ich heute einen KTU-Antrag ausfülle, also einen Antrag auf kriminaltechnische Untersuchung einer sichergestellten Spur, bekomme ich frühestens im November ein Ergebnis. Und selbst das wäre dann sogar noch schnell. Also 6 Monate Wartezeit bei der Auswertung von Spuren. Und das in dringenden Ermittlungssachen. Auch ist es schön, dass hier in Berlin am Bahnhof Südkreuz
Kameras mit Gesichtserkennung eingesetzt werden. Nur gibt es in Deutschland auch noch andere Bahnhöfe. Und dort hängen Videokameras, die sind älter als die Steinkohle. Und auf den Bildern können Sie noch nicht einmal Farben, geschweige denn Gesichter erkennen. Ebenfalls verlangt die Verfolgung von gestohlenen, hochpreisigen Kraftfahrzeugen mit einem 120 PS Golf Variant oder einem rostigen Mercedes Vito nicht nur fahrerisches Können, sondern auch eine gesunde Portion Optimismus der verfolgenden Polizeibeamten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ich hier sagen möchte, wir müssen unsere Polizeibehörden im Hier und Jetzt vernünftig ausstatten und ausrüsten, und zwar materiell, personell und mit den entsprechenden rechtlichen Befugnissen. Europol soll weiter eine Zentralstellenfunktion einnehmen, vor allem mit Blick auf das Informationsmanagement, aber dazu braucht es ja nicht diesen seltsamen Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Christian Petri, SPD-Fraktion.